So, jetzt wieder das ein Tag, ein Part Let's Play Minecraft. Wir sind hier an der geilen Aussicht stehen geblieben von meinem Baum. Jetzt weiß ich im Moment nicht, wie ich hier runterkomme. Das ist halt dieser so einfach schlicht wieder drin Effekt. Dass ich einfach so schlicht wieder drin bin, ohne halt mich groß erkundigt zu haben. Okay, wir haben schon mal 64 Holz, aber wir brauchen noch mehr. Wir haben viel zu tun. Wir haben ganz viel zu tun. Das heißt jetzt... Das ist die Höhle, das wird die... Oh, cool. Komm, Anna. Das ist doch Grey. Light Grey. Helles Grau. Na toll, jetzt sind wir natürlich gerade wieder über unserer Gartenhöhle. Beim Bongo-Treff. Ja, und halt mein Video Samsung Killer, wo ich halt auch getaggt wurde. Also der Part 8, wir haben ja jetzt schon Part 9 und bald schon das Part 10 Special. Haha, 10 Parts, ist das witzig. Ja, auf jeden Fall. Nervt das hier gerade massig im Hintergrund. Das nervt nicht massig, das nervt super massig. So, auf jeden Fall wieder 15 Knarren. Achso, ja, zurück. Ich habe gleich 2 Likes gekriegt, also 2 Daumen nach oben dafür, dass das Video Samsung Killer ist, glaube ich. Vielleicht falle ich euch ja jetzt auch mal endlich. Obwohl das eigentlich unvorstellbar ist, dass ich gut bin oder werde. Auf jeden Fall habt ihr sicher schon, wenn nicht, ich hoffe, ihr habt's. Wenn nicht, dann tut's bei halt Part 8, dem Part Samsung Killer. Habt ihr schon die Description, die Beschreibung durchgelesen? Wenn nicht, würde ich euch das raten, weil ich habe jetzt halt so einen festen Skin. Das sieht doch ein bisschen professioneller aus. Ein paar Infos über mich, was ich tue. Würde ich aufnehme, rendere, bla bla bla. Und dann halt noch Facebook, Twitter und so, aber darüber folgt später dann noch was. Ziemlich Interessantes. Also ich glaube, wir haben jetzt eh erstmal genug. Also ich würde jetzt grob sagen, oh ja, das ist genug. Wenn wir hier mit unserem Baumhaus komplett zufrieden sind, dann gehen wir auf Abenteuerjagd in die Höhlen. Und dann suchen wir nach dem Geheimnis der Schatzsuche. Warum reifen das? Es ist doch hier gar kein Wasser, also... Wow. So, jetzt werden wir auch das Geräusch los, endlich. Aber unsere Workbench ist hier hinten. Ach, scheiß drauf. Und wir können ja das hier alles verarbeiten. Wir sind ja moderne Leute mit modernen Visionen. Irgendwie. Zack, hier drauf. Bla 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 bla. Und das noch hier drauf. Ach, passt so ja. Gut, dann kann der Gravel, der Kabel und so, das kann dann hier hin. Jetzt brauchen wir erstmal eine Workbench. Ich glaube, das Schwert brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Workbench. Naja, das kann ich noch nicht sagen. Da muss ich ja erstmal. German Let's Fail. Wie zum Teufel komme ich jetzt gerade auf German Let's Fail? Das würde mich jetzt gerade mal brennend interessieren. Ach, mal nur so eine grobe Eingrenzung. Die Fläche ist ja echt winzig. Winnie, mini. Fläche. So, ich meine, sieht schon ein wenig geil aus. Jetzt müssen wir ja nur noch
noch treffen. Och du Scheiße. Ich müsste mal langsam aufpassen, was ich hier tue. Würde sich als relativ nützlich erweisen. So weit, so gut, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, ja, ja. Kann man hier gleich ja hochgeklettert kommt. Zack, einmal hoch. Ja, das kommt dann natürlich noch höher. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen gleich eine neue Axt. Oh, unser allerliebstes Lieblingsklavier hat aufgehört zu spielen. Wo haben wir jetzt die Workbench hingetan? Bin ich blöd. Die Workbench tun wir erstmal nicht hier hin. Die tun wir jetzt erstmal. Das sieht denn hier gut nach. Oh, jetzt wird es dunkel. Das hier sieht gut nach Arbeitsecke aus. So. Ach ja, ich hasse Dunkelheit. Da, 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 da. Ich hasse auch Dunkelheit. Ba, da, 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 da. Natürlich hasse ich die Dunkelheit. Da, da. Tadam, ich hasse sie vom ganzen Herz. Die Dunkelheit stinkt mich nur an. Oh yeah, das ist der Dunkelheitsblues. Badabadam. Oh yeah, der Dunkelheitsblues. Badabadam. Wo sind die Fackeln hin? Da sind die Fackeln hin. Dann stapeln wir mal übereinander, was gerade geht. Wo sind die Fackeln hin? Da sind die Fackeln hin. Ich höre mich so scheiße an, so scheiße wie es geht. Hey! Und ich wollte irgendwas Wichtiges mit Sticks machen. Irgendwas ganz Wichtiges. Was ich hier dringend brauche. Ja, Fackeln brauche ich. Naja, mehr natürlich. Die müssen wir uns aber erstmal noch künstlich herstellen, weil wir erst hier zufrieden sein wollen. Scheiße. Ah, ich weiß wieder, was ich mit Sticks machen wollte. Sag, wir haben den... Oh, natürlich haben wir den Kabel weggepackt. Ah, und noch ist die Axt ja noch nicht kaputt. Wir reden schon von Dingen, die noch gar nicht passiert sind. Ah, wie spät. Oh, wird ja schon wieder knapp. Das vergeht ja wie im Flug. Also, ja, hatten wir echt keine Zeit, irgendwie mal nur anzufangen. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was ganz wichtig war mit Sticks. Leitern, natürlich. So, jetzt bauen wir alles noch eine Etage höher. Badabadabam. Badabadabam. Jetzt will ich das auch nicht so kaputt machen. So, das wird eine ziemlich aufwendige Produktion. Eine ziemlich aufwendige. Dafür können wir doch. Okay, dann gehe ich zur Truhe und dann bringe ich auch gleich mal das Kugel mit. Look. Dafür nehmen wir den Gravel. Der ist A, super fix abgebaut und B, hat einen Wert von 0, Scheiße. Ja, und wenn ich jetzt gleich laut sage, was ich mir vorgenommen habe, dann lacht mich hier jeder aus, weil das eh nicht passieren wird. Naja, ich sag's trotzdem mal, ich will eine YouTube-Partnerschaft, also zumindest versuchen, ein bisschen Werbung reinzubringen. Aber irgendwann später, ich meine, ich will jetzt hier keine, wie nennt sich das, Anweisungen, genau, Anweisungen. Keine richtigen Anweisungen so setzen. Keine festen Pläne. Ich glaube, nach meinem 10. Part, bis dahin ist auch die geheime Sache abgeschlossen.
Dann mache ich noch mal ein Infovid, wo ihr noch mal eine Menge seht. Jetzt habe ich schon wieder eine Spinne. Ach ja, wenn ich hier immer sage, ich hasse dieses Spiel, dann meine ich natürlich, ich hasse dieses Spiel nicht. Ihr müsst euch mal nicht so vorstellen wie bei dem Erklärbär von Alexi Bexi, ich glaube Nummer 8 war es. Oder diesen fiesen Traum mit, jetzt muss ich das kaputt machen. Mit Justin Bieber hatte. Und dann aufgewacht ist, ich liebe Justin Bieber. Nicht. Muss man hier so viel kaputt machen, das mag ich nicht. Naja, wenn wir später eine Schere haben, da bauen wir hier noch ein bisschen dran. So, das ist jetzt sicherlich erstmal, ja, das ist hoch genug, ja, definitiv. So, jetzt können wir hier... Das sieht natürlich geil aus, wenn dann hier so die... Schnieke. Wo ist denn der zweite Baum? Ist jetzt nicht mein Ernst. Oh, ich bin so behindert. Ich hab den Baum wegge... So, der hängt hier auch irgendwo mitten drin. Wo ist denn der Baumstamm? Gibt's hier überhaupt einen? Hast du nun eine Mutter oder hast du es nicht? Natürlich habe ich eine Mutter, verdammt! Die ist so tief in mir drin. Hä? Ich steh's immer noch nicht. Vielleicht müssen wir auch erstmal was aufrufen. Ich habe hier zu viel gebaut. Oder sagen wir so, ich habe zu wenig gebaut. Scheiße. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann war's das. Dann war's das. Dann müsste ich wieder da runter. Am Ende kommt wieder ein Creeper und... Dann sind wir wieder live bei Tod durch Creeper. Heute haben wir eins der vielen Opfer. Philipp, was sagst du dazu? Ja, also, ich wollte einfach nur ein ganz normales Let's Play machen. Doch da, ja, da kam ja wieder der Creeper. Er hat alles vernichtet, was ich hatte. Das ist ein derber Verlust. Ich kann es gar nicht mehr glauben. Bitte. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Geben Sie mir ein wenig Geld. Ein wenig, bitte. Nein, Sie kriegen nichts. Solange Sie nicht hier bauen für MOT. Bitte. Ah, da ist ein Creeper, Mann, der gar nichts drauf hat. Das ist ein Creeper, Mann, der nur pullern kann. Da 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 da. Wo ist meine Axt denn? Ich dass meine Axt jetzt auch noch gestorben ist. Dann machen wir sie jetzt nur hier so außenrum. Tja, das ist alles nur aus einem Grund, weil ich nichts drauf hab. Oh. Ich liebe diese Welt. Über alles. Ich liebe sie. Okay, das kann ich später mal einsammeln. Ich bin's wieder, euer Fridolin. Ja, es hat mich jetzt nur gerade daran erinnert. An dem Part, wo krank bekloppt wird. Natürlich wäre es jetzt noch peinlicher, wenn ich jetzt so runterklatsche. So Pi mal Daumen. Beim Anbauen einer Sicherung klatsche ich natürlich runter. Passt natürlich auch zu mir. So. Ha, auf welcher Seite klettere ich dann hoch? Dann nehme ich die hier weg. Hier haben wir ja schon relativ beleuchtet. So, jetzt will ich eigentlich euch nicht weiter so bedrängen. Wo tun wir denn jetzt hin? Den meißeln wir ja so mitten in der Wand.
Aber ich würde euch gerne die ganzen Infos verraten, was ich jetzt alles noch vorhab und so, aber das kommt ja alles dann im Infovideo, wenn die Sache fertig ist und dann noch das abgeschlossen ist und die Sonne geht auf. Und die Sonne geht auf, mit dieser aufgehenden Sonne beenden wir ja alles, dann haben wir ja oben alles fertig. Und dann widmen wir uns diesem ganzen Mist hier. Jetzt habe ich echt 15 Minuten gebraucht, um hier so eine halbschlechte Wand hinzumeißeln. Um Gottes Willen. Ah, ich muss jetzt stoppen, wir sind schon längst über Sendezeit. Bye.